Mein Name ist Bernd Norkus, ich bin 64 Jahre alt, komme aus Basinghausen bei Hannover und habe mir vorgenommen, den Jakobsweg zu gehen. Allerdings ist meine eigene größte Sorge, dass ich schon nach wenigen Tagen, aus welchen Gründen noch immer, aufgeben werde. Tatsache ist, je eher ich aufgebe, desto peinlicher wird das für mich. 950 Kilometer liegen vor mir, weil ich nicht nur nach Santiago de Compostela, dem Wallfahrtsort des Apostels Jakobus, laufen will, sondern auch noch weiter gut 100 Kilometer Richtung Westen zur Atlantikküste. Dort liegt Finisterra, früher auch Ende der Welt genannt, dem westlichsten Punkt Europas. Hier steht der Kilometerstein 0,0. Heute ist der 21. Mai, Vorabend der Abreise. Hier ist alles aufgebaut, was ich mitnehme. Hier vorne mein Handgepäck, die Kleidung, die ich morgen früh anziehe, der Rucksack, die Wanderstöcke, dann 5 Beutel mit verschiedenen Dingen, Technik, Waschzeug, Medikamente, Pflegemittel. Dann haben wir hier etwas Literatur und Schuhe, Schlafsack, Regensachen und dort die Wäsche für die ganze Zeit. Mehr nehme ich nicht mit. Ich starte am 22. Mai 2018 ab dem Flughafen Hannover über Paris nach Biarritz in Südfrankreich. Danach noch eine Stunde mit dem Auto nach Saint-Jean-Pied-de-Port. Dort beginne ich den Fußweg mittags um 11:30 und werde bis morgen Abend die Pyrenäen Richtung Spanien überqueren. Mein erstes Ziel ist das Kloster Roncesvalles jenseits der Berge. Insgesamt muss ich bis dahin über 1200 Höhenmeter überwinden. Ja, die erste Stunde habe ich hinter mir, stramm bergauf. Wenn man sich das so anschaut, um mich herum kein Mensch. Und da hinten am Horizont, hinterm Hügel, da liegt Saint-Jean-Pied-de-Port, mein Startpunkt. Ich denke, ich bin jetzt so 5-6 Kilometer gelaufen und werde heute nur noch wenige Kilometer machen, um es nicht zu übertreiben. Aber wunderbare Stille, nur Vögel. Und mein Keuchen. Und mir nicht. Und jetzt geht's richtig bergauf. Punkt des ersten Tages. Hier geht es nur noch bergab und dahinter der Kurve muss dann irgendwo Horizon der nächste Ort sein, wo die Herberge ist, wo ich übernachten werde. Ja,
Heftig. Heftig, aber schön. Tja, das sieht gut aus. Hier habe ich ein Nachtquartier gebucht und was zu essen soll es auch geben. Na, geht doch. Das ist hier heute mein Nachtquartier. Zehn Betten sind da. Ich habe mir das hier unten gleich ausgesucht. Dicht an der Toilette und an der Dusche. Hier geht es bergab. Und über uns ist dann der Raum zum Essen. Ich werde jetzt erstmal duschen. Und dann ist gut. Die einfache Herberge Orison ist aufgrund seiner Lage beliebtes erstes Nachtquartier der in Saint-Jean-Pied-de-Port gestarteten Pilger. Zum Abendessen treffen hier Menschen aus aller Welt zusammen. Alle sind in freudiger Aufbruchstimmung. Es ist üblich, dass sich jeder in der Runde so vorstellt, wie er mag oder kann. I love traveling and I love meeting new people, as we have done here. And I don't know, I want to get away from technology and Facebook for a while and spend time in nature and get to know myself a little bit better. That's it. Yep. My name is Lee, L-E-E. I'm from Republic of Korea, it's not North Korea. This year is my Sabbath year, and I like travel and work. I hope go to Santiago. My name is Bert from Germany, Hanover. I'm 64 and in December my work in my profession ends and now I have time enough. And in the December I'm married and my wife said it's okay that I am here. So, es ist jetzt Donnerstagmorgen. Kurz nach 8. Es geht jetzt los. Aus Orison. So, die erste große Etappe liegt hinter mir, das Kloster, in dem ich heute übernachten werde. Das waren etwa 6,5 Stunden. Das war schon heftig. Ja, das war mein Bett. Bin der Letzte. Aber die Letzten werden ja die Ersten sein. Oder so ähnlich. Ein kleiner Spind, also ganz praktisch. Aber ansonsten, ja, sehr eng. Und
sehr wenig privat. So, es ist jetzt kurz vor acht. Kurz nach halb acht. Ich werde gleich losgehen nach Zubrini. Mal schauen. Ja, heute regnet's und zwar seit 2 Stunden schon. Ich bin auf dem Weg nach Zubrini, irgendwo in der Mitte, schätze ich mal. Man guckt nicht mehr auf die Uhr und geht einfach weiter. Jetzt klart es ein bisschen auf. Naja, mal schauen. Ja, was kommt da zum Vorschein? Ganz plötzlich und so, dass man große Freude empfindet. Häuser, das ist Zubiri. Da muss es auch eine Pension geben mit einem Einbettzimmer und einer Nasszelle für mich. Das ist das, was ich mir wünsche. Und eine Waschmaschine und einen Trockner und einen Kaffee. Vorm Duschen wohlgemerkt. Interview? Interview. Why? Okay. Why are you going to the Camino? I'm going to the Camino because I've wanted to do it for 3 years. I want time by myself to think. I want to be away from work and to meet other people. Wonderful. Okay. And it's been good so far. Okay. And these are from Dallas in Texas. Ja, heute ist der 4. Tag. Es ist jetzt ungefähr 9:30 und man sieht's und man hört's, Gewitter. So, das war erstmal eine Stunde durch starken Gewitterregen gelaufen. Wasser von oben, von unten, von der Seite. Ganz heftig. Jetzt bin ich hier in irgendeiner Garage, die Carport, bevor ich hier völlig weglaufe, bleibe ich jetzt einen Moment stehen und hoffe, dass es vielleicht etwas besser wird, aber momentan sieht das überhaupt nicht so aus. Überhaupt nicht. Tja, toll ist das nicht. Gleich bin ich in Pamplona. Das ist
die Brücke, die in die Altstadt von Pamplona führt. Da werde ich gleich rübergehen und versuchen, mir ein Quartier zu besorgen. Und alles Weitere findet sich dann. Ja, heute ist der 5. Tag, Sonntag. Ich will heute doch aufbrechen nach Puente de la Reina und nach einem richtig guten Frühstück geht es eine halbe Stunde etwa los. Ich gehe gleich zurück zu der Pension und dann packe ich und dann geht's los. Ich verlasse jetzt den letzten Vorort von Pamplona und auf geht's in die Berge. Und da hinten erhebt sich der nächste Höhenzug, den ich überqueren muss. Ja, aber mir geht's ganz gut. Nur langsam geht's heute voran. Irgendwie wie ein älterer Herr, um nicht zu sagen wie ein Opa. Was soll's? Nur wenn du es natürlich nicht möchtest, schneiden wir dich raus. Halb zehn, Aufbruch zur nächsten Etappe nach Estella. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, heute ist der 7. Tag, Dienstag. Ich bin 6 Tage gelaufen, heute wäre der 7. Da werde ich aber nur ganz kurze Strecke gehen, weil ich doch langsam etwas Knieprobleme bekomme. Ich bin jetzt gerade in Estella in einer kleinen Mini-Pension. Jetzt werde ich noch ein paar Schritte gehen, um dann in der nächsten Herberge Quartier zu machen, um mal große Wäsche zu machen. Ich habe keine Sachen mehr zum Anziehen. Das ist das nächste. Stimmung, naja, 3 bis 4 momentan, würde ich sagen. Mal sehen, was der Tag noch bringen wird. Eine Geisterstadt, unfassbar.
Es sind keine Menschen zu sehen. Null. Ich bin hier alleine. Ich kann hier alles machen. Also es ist unfassbar. Es ist fast unwirklich, warum hier keine Menschen sind. Heute ist Mittwoch. Ich bin jetzt genau eine Woche um 12 Uhr eine Woche unterwegs. Das ist jetzt etwa. Jetzt bin ich auf dem Weg nach Los Arcos und das sind von hier aus noch etwa 16, 17 Kilometer. Wetter, Wolken verhangen, aber im Moment trocken und das ist gut so. Also, weiter geht's. Etrea. Ja, ich bin in Los Arcos angekommen und gehe hier gerade durch die ersten Straßen. Alles etwas südländisch. Und irgendwo müsste meine Unterkunft sein. Keine Ahnung. Wer den Jakobsweg geht, braucht keine Landkarten. Vor vielen Jahren hatte ein spanischer Mönch die Idee, den Weg an Abzweigungen und Kreuzungen mit gelben Pfeilen zu markieren. Diese geniale Idee funktioniert fast überall, nur manchmal in den Städten kann man doch mal falsch laufen. Aus meiner Sicht hat sich die Anschaffung einer GPS-gesteuerten App sehr bewährt. Im Zweifel kann man sich dann orientieren und die richtige Strecke wiederfinden. Ein anderes Thema ist die Frage, inwieweit die gelb gekennzeichnete Wegführung sinnvoll ist und der über 1000 Jahre alten Originalstrecke entspricht. Hier gibt es vieles zu verbessern. Ja, da taucht Logroño auf. Logroño. Ja, bin über 30 Kilometer heute gelaufen. Ja, wirklich ein sehr langer Tag, sehr anstrengend, aber es hat wenig geregnet und deshalb ist ja eigentlich alles gut. Camino.
Tja, jetzt geht's weiter. Ist schon sehr warm hier. Habe ich leider schon hinbekommen. Jetzt erstmal rund 2 Stunden bis zur nächsten Ortschaft. Das schaffe ich schon. Unterwegs. Santo Domingo liegt hinter mir und es geht weiter Richtung Westen. What's your name? Ein besonderes Erlebnis, von dem alle Pilger mit Begeisterung berichten, ist das Aufeinandertreffen und Auseinandergehen der Pilger. Die meisten Pilger gehen allein den Weg. Jeder hat sein eigenes Tempo und benötigt andere Pausen. Trotzdem trifft man manche Pilger immer wieder, obwohl man sich nicht irgendwo verabredet. Andere sieht man einmal und dann nicht wieder. Ich selbst bin Teil eines Trios. Meinen Namensvetter Bernd treffe ich nahezu täglich unterwegs. Oder spätestens abends in dem Ort, den ich zufällig als Tagesziel erreicht habe. Alles ohne konkrete Verabredung. Die Koreanerin Lee geht gern mal mit mir oder mit Bernd 2 einen Teil der Tagesetappe. Sie fühlt sich dann wohl etwas sicherer, obwohl nahezu keine Probleme alleinreisender Frauen bekannt sind. In den Herbergen trifft man sich zum Essen. Es entstehen spannende und lustige Gesprächsrunden, auch wenn es sprachlich ziemlich durcheinander geht und oft Hände und Füße zu Hilfe genommen werden. Aber eigentlich weiß man immer, um was es geht. Eine ganz besondere Gemeinschaft von Menschen aus aller Welt, die alle in eine Richtung gehen. So, es ist jetzt Mittwochmittag und da hinten liegt Burgos am Horizont. Da will ich heute noch hin, vielleicht so 15 Kilometer noch. Und einen Ruhetag einlegen, das ist der Plan, wenn ich ein Zimmer finde, aber ich gehe mal davon aus. So, auf geht's. Hoffentlich ist das Abendessen besser als die Dusche. Die ging nämlich gar nicht.
Hallo, Lynn. Hi. Lee. Lee, lieber. Was sagst du dazu? Ich bin nicht bergbietet, also nicht so genau detailliert filmen. Was bist du nicht? Ich bin nicht geschminkt. Nicht geschminkt? Nee. Oh Gott. Stimmt. Irres Panorama, wahnsinnig weite Sicht in alle Richtungen, unfassbar. Aber wo der Weg letztendlich hinführt, fürchte ich, nehme mal einen dahin. Das sind ungefähr 25 Kilometer, die ich jetzt laufe. Da, wo die Wolken den Boden berühren, da irgendwo muss ich vielleicht hin. Meine Güte, na gut, auf geht's. Es ist eigentlich schade, dass der Camino inzwischen überall gut ausgebaut ist und die Ursprünglichkeit des Weges völlig verloren gegangen ist. Das heißt, alles wunderbare Verhältnisse hier und ja, so was Richtiges für mich. Oh Gott. Das ist nicht der Amazonas, Südamerika, das ist Spanien im Sommer. Heute habe ich diese lange Strecke hier gerade vor mir oder aus dem Teil schon bewältigt. 17 Kilometer Schnurrad geradeaus und nach Ansicht vieler, die hier gehen, mit die schwierigste Strecke. Ich finde sie gar nicht so schlimm, weil es ja relativ frisch und angenehm draußen ist und es ist nicht so heiß wie
Buen camino. Buen camino. Buen camino. Ja, das Wetter meint es mit mir gut heute. Ich schaffe schon einiges, alles Richtung Leon und alles ist gut. Ja, ich bin jetzt in Leon wieder gestartet, schon vor ein paar Stunden. Es ist heiß, Mittagszeit, ich tippe mal so auf 28 bis 30 Grad. Der Weg ist staubig und lang. So etwa 15 Kilometer liegen hinter mir und ich denke, vielleicht noch mal 15 vor mir, also es könnte die Hälfte sein. Es gibt nichts anderes außer Sand, Büsche, Felder und quasi keine Menschen mehr. Das ist der Punkt. Also, Buen Camino. Ja, ich sitze hier auf einer kleinen Bank an der Landstraße nach, keine Ahnung was, nach Astorga. Da wollte ich ja heute hin, aber
Ich bin jetzt vielleicht so 8 Kilometer vom Ziel, aber ich merke, der Körper macht nicht mit. Man geht wirklich an seine Grenzen und darüber hinaus, aber irgendwann kostet es enorme Willenskraft, das Bein vor das nächste zu setzen. Man bleibt einfach stehen, wenn man sagt, es reicht, es geht gar nicht mehr. Aber wenigstens 4 Kilometer muss ich noch schaffen, dann kommt die nächste Ortschaft. Ich hoffe, dass ich da ein Quartier finde. Und dann war es das für heute. Da hinten das Torga und davor noch eine andere Ortschaft. Also bis hinten schaffe ich es nicht mehr, aber hier vorne schon. Und die schneebedeckten Berge, die es dann in den nächsten Tagen zu überqueren gilt. So ist das. Ja, vor mir liegt Astorga, die kleine Provinzstadt mit ebenfalls einer Kathedrale. Wetter heute sehr gut, soll sehr heiß werden, ca. 30 Grad wieder. Und nach dem Durchqueren der Stadt geht's in die Berge. Und ich hoffe, dass das alles heute gut klappt. Denn ich bin gut drauf, aber schon ziemlich erschöpft, muss ich wirklich zugeben. Mal sehen. Ich unterscheide inzwischen 3 Pilgertypen. Erstens den Pilger, der aus religiösen Gründen den Jakobsweg geht. Hierbei handelt es sich doch um einige Menschen, die aus persönlichen Gründen, zum Beispiel Schicksalsschlägen oder überwundenen Krankheiten, den Jakobsweg gehen. Sie wollen damit Gott danken oder ihm begegnen. Ich würde es so einschätzen, dass diese hohe Motivation zu einem großen Anteil zum Ziel, also dem Erreichen von Santiago, führt. Zweitens den Profi-Pilger. Hiermit meine ich den Anteil an Pilgern, die die Lust am Pilgern und dem damit verbundenen Erfolgserlebnis, einschließlich des Kontaktschließens mit Menschen aus aller Welt, für sich entdeckt haben. Viele dieser Pilger haben eine Reihe von Strecken hinter sich und wandern oft zum x-ten Mal den Jakobsweg. Sie sind geübt im Rucksack packen und kennen unglaublich viele Menschen. Ich denke, da ist schon ein kleiner Suchtfaktor dabei. Drittens, den sonstigen Pilger. Hiermit meine ich Leute wie mich und viele andere, die etwas ausprobieren wollen, eigene Grenzen suchen, überschreiten, Leute, die Abstand von ihren Lebensgefährten suchen, Abenteurer und Pseudo-Aussteiger, Burnouter und auch Spinner, also Leute wie zu Hause auch. Ich denke, dass unter dieser Gruppe die höchste Abbrecherquote zu finden ist. Dabei ist es doch auch ein Erfolg, wenn jemand mal eine Woche oder nur 100 Kilometer den Versuch macht, mit wenig Luxus und viel körperlicher Belastung an seine Grenzen zu gehen. Ja, das ist hier der Weg zum Eisernen Kreuz, dem höchsten Punkt meiner Reise, vielleicht noch 3 Kilometer, ich habe keine Ahnung, 1500 Meter hoch dann, ich bin vielleicht bei 1400 jetzt. Es ist für uns Norddeutsche, vorsichtig gesagt, ungewohnt. Ja, das ist es. Am Cruz de Ferro, also dem Eisernen Kreuz, legen die Pilger traditionell einen Stein, den sie von zu Hause mitgebracht haben, zum Gedenken an Verstorbene oder die Lieben zu Hause ab. So ist im Laufe der Jahrhunderte ein großer Hügel entstanden. Auch ich lege meinen kleinen mitgebrachten und beschrifteten Stein direkt am Kreuz ab. Warum gehe ich den Jakobsweg?
Wie so viele vor mir wurde ich durch Habe Kerkelings Buch »Ich bin dann mal weg« zu diesem Vorhaben angeregt. Nach 40-jähriger Selbstständigkeit als Kaufmann suchte ich einen Weg, zum Ende meiner Berufstätigkeit herunterzukommen vom Arbeitslevel und um nachhaltig zu entschleunigen. Erst war mein Vorhaben relativ geheim. Wie sollte ich meinen Freunden und Bekannten erklären, dass ich, der wirklich auch den kürzesten Weg mit dem Auto zurücklegt und kein nennenswertes Verhältnis zur Natur oder zur Kirche hat, den Jakobsweg gehen will? Als der Zeitpunkt der Abreise näher kam, weihte ich einige Leute ein und war überrascht, wie positiv und teilweise auch fast neidisch diese reagierten. Vielmehr hörte ich Aussagen wie, das würde ich auch gerne mal machen oder das würde ich mir nicht zutrauen oder warum machst du das? Dabei ist mir eigentlich selbst nicht so genau klar, warum ich gehen will. Vielmehr kann ich leichter begründen, was mich nicht dazu bewogen hat, nämlich aus religiösen Gründen oder um Gott zu suchen, um irgendetwas zu verarbeiten oder mit mir ins Reine zu kommen, um vor irgendetwas zu flüchten oder um Sehenswürdigkeiten aufzusuchen. Ich weiß aber genau, ich will gehen und mich dieser Herausforderung stellen. Ja, heute geht es wieder auf 1330 Meter hoch. Ich weiß nicht, warum das immer rauf und runter geht. Normal ist das nicht. Aber ich glaube, das sind so die letzten großen Höhenzüge, die ich überwinden muss. Denn in 160 Kilometern liegt Santiago. Ja, so ist das. Ich wollte eigentlich nur fragen, was mache ich hier eigentlich? Es ist eine Schinderei. Hier unten geht es 100 Meter in der Tiefe, insgesamt ein paar hundert Meter. Es geht nur rauf und runter. Das ist nicht das, was ich mir als Flachland-Tiroler hier eigentlich vorgestellt habe, sondern ich wollte ein bisschen spazieren gehen. Aber ich wollte nicht hier Reinhard Messler machen. Das verstehe ich nicht. Und wenn man das so sieht, was das für wahnsinnige Höhenunterschiede sind, die die hier mal einfach so reingelegt haben in den Jakobsweg, dann stellt sich mir wirklich die Frage, wer war das und warum? Ja, wenn so ein Kreuz auf dem Berg zu sehen ist, dann ist man ziemlich oben. Das ist hier der Fall, soeben die Grenze nach Galizien überschritten. Und jetzt muss ich mal schauen, wo ich ein Quartier finde. Das ist die Aufgabe. Keine Ahnung. Thank you.
Ja, Galizien gefällt mir. Viel weniger Berge, nur noch Hügel. Es ist so, dass dieser Kilometerstein sagt, dass es nur noch 100 Kilometer sind bis Santiago, also etwas über 700 liegen hinter mir. Positiv ist auch, dass heute der 28. Juni ist und nur noch vielleicht 8-9 Tage insgesamt für mich hier in Spanien zu erledigen sind, davon 4 bis Santiago ungefähr. Ansonsten kann ich nur sagen, mir geht es wirklich gut, Wetter ist gut, die Sonne scheint nicht und dadurch ist es angenehmer als sonst und den Rest, den schaffe ich eigentlich auch noch. Mal einen 360 Grad Rundumblick, im Grunde nur eine Menge Landschaft, in der Ferne andere Pilger vor einem und hinter einem und man selbst einfach nur bemüht, möglichst schnell anzukommen. Noch etwa 78 Kilometer und das Gefühl, sich die Landschaft anschauen zu sollen, zu müssen, ist nicht mehr so sehr da, sondern man will eigentlich noch langsam ankommen, damit man die Sache positiv abschließen kann. Aber es reicht jetzt wirklich auch langsam. Ja, das sind wohl die ersten Eukalyptuswälder hier in Galizien. Ein bisschen riecht es da schon danach, aber sonst eigentlich könnte dieser Weg hier auch im Oberharz irgendwo sein. Jedenfalls kommt mir das so vor. Nichts weiter los. Nur die Natur und ich und ein Weg mit Autostraße. Leute, das ist Galizien, beziehungsweise die Regenseite davon. Es regnet seit 2 Tagen, über 3 oder 4, ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Starkregen, Landregen, Nieselregen, sonstiger Regen. Jetzt ist es alles zusammen gerade mal, Gewitterregen gibt es auch noch. Und das Ganze sieht hier wirklich sehr, sehr nass aus. Und offensichtlich wird das bis Santiago so bleiben. Der Wetterbericht sagt nichts Gutes. Und ehrlich gesagt, ich bin froh, wenn ich da ankomme. Ja, so ist das. Und wie man sieht, bin ich eingepackt und laufe hier und freue mich, dass ich bald da bin. Ja. Das sind die letzten 2 Tage vor Santiago, jetzt noch 25 Kilometer. Es schüttet im Grunde durchgehend und jetzt ist noch die Frage, wie kommt man an und wo findet man noch Quartier heute. Ansonsten geht so. Ja, das ist das Denkmal zu Beginn der Stadt Santiago de Compostela. Nicht gerade hübsch. Ja, hier am Denkmal, am neuen Denkmal der Freude, auf dem Berg der Freude. Vor Santiago ist keine Freude, sondern nur eine Menge Regen, der die Stadt selbst im Grunde nicht zu erkennen. Man muss sich schon näher ganz
schemenhaft sind, hier die Türme der Kathedrale zu sehen, aber ich denke, da muss ich doch ein bisschen dichter ran. Das mache ich jetzt auch. Ich bin auf dem Weg nach Finisterre, auch ungefähr 45 Kilometer zu meiner Rechten hier der erste Binnensee, den ich überhaupt hier zu Gesicht bekomme, taucht hier auf. Ich selbst bin ein bisschen angeschlagen, linke Knie macht nicht mehr so richtig mit, aber ich hoffe, dass ich die 45 Kilometer bis zum Meer noch schaffe. Hälfte heute, Hälfte morgen, so 15 habe ich heute schon. Mal schauen. Vorletzten Tag der Reise, solche Berge. Eigentlich müsste das Meer gleich hinter dieser Bergkette zu sehen sein. Das sind nur noch 30 Kilometer. Das ist ja eigentlich nicht mehr so viel. Bin gespannt, ob das dann nachher der Fall ist, wenn ich da oben angelangt bin. Aber das hätte ich wieder mal nicht erwartet. Sehr schön, aber sehr anstrengend. Ja. Ich breche jetzt auf zur letzten Etappe. Jetzt letzten Etappe nach Finisterre. Ein bisschen Nebel, aber es sind schon einige unterwegs. Glatte 30 Kilometer ist der Weg. Ja, müsste ich heute Abend da sein, wenn alles gut läuft.
Ja, das ist der erste Blick aufs Meer, auf den Atlantik, wenn auch durch eine Bucht. Ich bin etwa noch 15, 16 Kilometer von Finisterre entfernt, aber soeben, wie gesagt, der erste Blick aufs Meer überhaupt. Schönes Gefühl, sehr schönes Gefühl. Wir sehen die Stadt Finisterre und dahinter die letzte Halbinsel mit dem Leuchtturm am Ende. Da hört Europa endgültig auf und da will ich hin, vor die schöne Bucht von Finisterre. Ich denke, so in anderthalb, zwei Stunden werde ich dort sein und dann die letzten Bilder dieser Reise machen. Ein schöner Wanderweg auf dem Camino, kurz vor Schluss. Schöner geht's nicht. Menschenleerer Strand, bestes Wetter, fantastisch. Liebe Freunde, ich bin in Finisterre am Ende meiner Reise angekommen, die mich von Südfrankreich über Spanien bis an die Atlantikküste geführt hat. Ungefähr 950 Kilometer insgesamt. Es war eine tolle Zeit, aber es war auch sehr, sehr anstrengend. Also ich mache das nicht nochmal, das kann ich jetzt schon sagen. Ich möchte abschließend meiner lieben Frau danken, die das Ganze mitgemacht hat, ohne rumzuzicken. Das macht auch nicht jede Frau, wenn man dann 6 Wochen nicht da ist. Ich danke meinen Söhnen, meiner Familie, die mich unterstützt hat, meinen Freunden, meinen Tischtenniskameraden. Ich danke aber auch meinen Pilgerfreunden, die ich kennengelernt habe und wirklich sehr gerne zum Teil gewonnen habe. Beispielsweise Bernd vom Bodensee, wie man so schön sagt. Der wird noch manchen Camino gehen. Und wenn du erstmal in Rente bist, lieber Bernd, dann bin ich ganz sicher, dann bist du nur noch unterwegs. Oder ich danke auch der Heike aus Berlin, die auch infiziert ist vom Camino und sicherlich auf längere Sicht dauernd auf irgendeinem Camino der Welt zu finden sein wird. Ich danke meiner Freundin aus Korea, Hong Yong Lee. Hong Yong, it was a beautiful time with you and I will never forget. You'll go your way, I'm sure. And I wish you a happy return from Himalaya. Be careful. God bless you. Ja, liebe Freunde, übermorgen geht's für mich zurück und alles ist gut. Also vielen Dank dafür, dass ihr mir die Treue gehalten habt und ich liebe euch alle. Bis bald. Tschüss. Der Jakobsweg war für mich ein einmaliges Erlebnis, das ich niemals vergessen werde. Ich bin sehr froh, dass ich ihn ging und habe nur Menschen getroffen, die zur gleichen Erkenntnis kamen. Bei richtiger Einstellung und maßvoller Zeit- und Streckeneinteilung können Menschen aller Altersgruppen das Ziel erreichen. Man muss nur einfach losgehen. Schritt für Schritt.